Moin Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute soll es wie versprochen um das benötigte Zubehör gehen. Ich will euch da einmal zeigen, was ich so habe und was ich auch für wichtig befinde. Und ich hoffe, ihr könnt davon etwas lernen. Falls ihr Fragen habt, wie gewohnt, schreibt das einfach in die Kommentare. Wir beantworten euch das Ganze. Ja, mein erster Zubehörtipp widmet sich an alle die, die sehr kälteempfindlich sind. Und das wäre ein solcher Thermoanzug. Legt euch so ein Ding wirklich zu, wenn ihr vorhabt, Richtung Herbst, Winter und auch im Frühjahr zu angeln. Da habt ihr später in der Dämmerung wirklich Minusgrade und das kann richtig kalt werden. Das heißt, ihr braucht so einen Anzug oder ihr zieht euch wirklich warm nach dem Zwiebelprinzip an. Legt euch gute Handschuhe zu, die sind sehr wichtig. Und falls euch das immer noch nicht reicht, Moment, ich zeige es euch einmal, steht hinter mir, ein solches Zelt. Denn da drin ist euch die ganze Zeit warm und ihr seid windgeschützt. Ja, wo wir gerade beim Zelt sind, da drin steht ein schöner Stuhl. Legt euch sowas zu, wenn ihr vorhabt, länger in der Brandung zu sein, denn auf dem kalten Sand sitzt es sich, besonders im Winter, nicht besonders schön. Ja, daneben zu sehen ist mein Rutenfutteral. Ich habe für jede meiner Brandungen Ruten einen einzelnen und da verstaue ich die drin, sind gut zu tragen. Ich muss sie nicht großartig demontieren, also ich muss sie natürlich auseinanderstecken. Ich kann aber die Rolle dran lassen, weil die besonders groß sind und das ist auch sehr, sehr praktisch. Eine wichtige Sache, die ihr aus meiner Sicht immer dabei haben sollt, ist eine solche Schockschnur. Falls euch nämlich die Keule an eurer Hauptschnur abreißt, könnt ihr damit eine nachknoten. Ansonsten hättet ihr ja nichts mehr, was irgendwie den Schock dämpft. Dementsprechend immer sowas dabei haben. So müsst ihr nicht einpacken, falls euch mal die Schnur reißen soll. Auch bei geflochtener Schnur würde ich fast empfehlen, eine solche Schockschnur vorzuknoten, einfach um Abrisse zu verhindern und generell um ein bisschen Dehneffekt dazwischen zu haben und auch bei Bissen oder so den Fisch ein bisschen abfedern zu können. Denn bei der geflochtenen habt ihr keinerlei Dehneffekt. Ich persönlich würde euch noch eine solche Vorfachmappe hier empfehlen. Da könnt ihr nämlich eure ganzen Vorfächer nach dem Angeln wieder einheften. Und so habt ihr die immer dabei und vor allem sind sie geschützt und auch UV-Licht geschützt. Das ist besonders wichtig, weil monofile Schnur durch UV-Licht relativ schnell porös wird und so könnt ihr die Dinger wirklich lange benutzen und habt weniger Abrisse. Ja, neben den Angel-Essentials wie einem Behältnis für die Fische, einem Maßband, einem Totschläger und einem Messer benötigt ihr auch noch so ein Ding. Das ist eine Wattwurmnadel. Da könnt ihr nachher eure Würmer drauf aufspießen. Die haben dann hier hinten so eine kleine Öffnung. Ich hoffe, man sieht es in der Kamera. Und da könnt ihr den Haken einklicken und eure Würmer einfach problemlos rüberziehen. Die Wattwürmer sind nämlich besonders wässrig und wenn ihr die einfach so durchstechen würdet, dann laufen die aus und sind nachher einfach nur eine leere Hülle. Außerdem fliegen die dann relativ schnell vom Haken ab beim Wurf. Ja, was ihr auch noch benötigen könntet, ist ein solcher Falteimer. Meiner hier ist von der Marke Quantum. Der hat ein sehr geringes Packmaß, wenn man ihn zusammenfaltet. Den könnt ihr dann mit Sand oder auch mit Wasser füllen. Der wird mit einer relativ langen Kordel geliefert, sodass ihr ihn ins Wasser schmeißen könnt und wieder ranholen könnt oder an einer Kaimauer einfach ablassen könnt, sodass er sich dann mit Wasser füllt und ihr ihn wieder reinholt. Der hat den Effekt, dass euer Dreibein hier jetzt relativ stabil steht und beim Wind nicht umfällt. Wenn ihr jetzt zum Beispiel eine Rute rausnehmt und das Gewicht nur noch einseitig gelagert ist, dann könnte es passieren, dass es umfällt, eure Rolle landet im Sand und das wollen wir natürlich verhindern. Falls ihr sogar an der Kaimauer am Angeln seid, könnte eure Rute auf den Beton fallen und brechen oder etwas absplittern. Was besonders wichtig beim Brandungsangeln ist, wenn ihr in die Nacht hineinfischt, ist eine sehr gute Kopflampe. Achtet wirklich darauf, dass diese Kopflampe schön hell ist und eine besonders lange Batterielebensdauer hat. So könnt ihr nachts genug sehen und verletzt euch nicht und kommt auch wieder heil zum Auto zurück. So, kommen wir nun noch mal zu einem letzten Teil. Und zwar achtet erstmal immer darauf, dass eure Bremse bei der Rute komplett zugezogen ist beim Werfen. Ansonsten könnt ihr euch die Schnur nämlich in den Finger schneiden. Ihr benötigt, falls ihr keine sonst wie dicke Hornhaut auf den Fingern habt, einen Wurfhandschuh. Dafür reicht normalerweise ein normaler Handschuh. Es gibt aber auch extra Wurfhandschuhe, die nur einen einzigen Finger abdecken. Manche Angler tapen sich das ab. Das verhindert einfach einen Einschnitt der Schnur in den Finger, wenn ihr da richtig mit Gewalt durchzieht. Und besonders, falls ihr vergesst, die Bremse zuzumachen, geflochtene Schnur wirkt dann wie eine Säge. Das kann richtig tief einschneiden. Also denkt bitte daran. Das war's mit diesem zweiten Teil über das Zubehör. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bei Anregungen schreibt uns doch gerne einen Kommentar. Wir antworten euch darauf. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch bitte einen Daumen nach oben und ein Abo da, damit ihr auch die weiteren Videos verfolgen könnt. Ja, im nächsten Video soll es dann um die Vorfächer und die Bleie gehen. Ich hoffe, ihr freut euch schon drauf und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein.